Ladies and Gentlemen, willkommen zu einer weiteren Runde Beats Infinity Evolve. So, ich habe mir jetzt eigentlich versprochen, dass ich heute ein bisschen weitermache mit Bloodmatching, aber ich habe erstmal noch was anderes vor. Das ist auch erstmal die letzte Folge, die ich heute mache. Vielleicht mache ich dann, Moment, du kommst hier nicht hin. Na, da kommt hier so ein Marble-Block hin. Und zwar wollte ich mir eine Lumber-Ex machen. Lumber-Ex, was haben wir da für Material, was wir benutzen könnten? Sollte ein bisschen weiter arbeiten. Weil einmal ein bisschen... Kommen wir hier auf... Alles oder echt natürlich gut. Alles klar, bei alles könnte reichen. Ja, wir machen das alles klar, bei ja, ich hätte mal recht drauf. Sollte nicht gut passieren. Wir brauchen keine Lumber-Ex. Hackkopf und Top Mining Watch für Tape und das. Ah, der Öl. 14. Dann brauchen wir insgesamt 22 Ferrets. Hier sind 14 solche reich. Sehr schön, noch ein Shiny bekommen, darauf hatte ich das abgesehen. Das wären 21, so sind es 22. Dann kriegen die Blick hier in den Erleuchtleiter. Dann lege ich mich aber nur gerade schlafen. Dann brauche ich jetzt gleich noch eine Barrel. Und wir brauchen dann noch etwas für den... für die Lumber. Das ist gut. Ich will es auch nochmal sicher gehen, gibt es da keine Mechverhältnisse. Gold und Nickel. Nur Eisen im Wald. Alles klar. Das brauchen wir, das brauchen wir, das brauchen wir, das brauchen wir. Aha! Der feine Herr hat sich hier was gegönnt. Ich verdammt viele Great Rock Keys. Bei Ethan kann ich nicht reingehen, der hat heute schon aufgenommen und ich könnte das spoilern. Das wäre dann ein Ender, mein ich noch fließen. Nee, das lasse ich nicht noch fließen. So, ich könnte schon mal sagen, was ich vorhatte. Molten Nickel. Ganz einfach. Wir machen uns eine Forest Lumber-Ex. Bewegen uns in den Twilight Forest. Machen auf die Lumber-Ex aber noch vorher Autosmith drauf und ein paar Holz zusammen und ein paar Bäume ab für... hier, wie heißt es? Charcoal. Dann könnten wir jetzt was Gutes auf gut selber machen. Also wenn wir danach ein bisschen noch Probleme hätten, dann weil wir uns machen. So, entschuldige, dass ich gerade ein bisschen weniger gesagt habe. Ich hab mir noch hier so ein leckeres Lamm. Das sieht hier aber eigentlich nicht.
Nein, nein. Okay. Number X kommt das, das, das und das. Sehr schön. Wo machen wir denn das Portal hin? Weiß ich noch gar nicht. So, wir brauchen aber noch einen Fury. Nein, warte. Das war ein Lava-Crystal, oder? Genau, Lava-Crystal. Wir brauchen 3 Fire Charges. Und 4 Blaze Swords. Ich hoffe, der liebe Street hat da jetzt noch ein paar gefarmt. Scheiße, jetzt muss ich doch reingehen. Wobei, meine Folge müsste eigentlich später kommen. Ich hoffe, das ist klar. Nein? Nein? Ich glaube, was? Nein? Ich will nicht zu viel spoilern, deswegen beeile ich mich. Komm schon. Ich war gerade überlegen, hä? Ich hatte diese Mal mein Teil, dass mein Blatt der Respekt bei ihm. Ach, er ist hier den Bogen gefahren. Ey, das muss ich sein. Das ist doof. Oder ist hier unten noch etwas? Scheiße. Hier war echt nichts. Ach, verdammte Axt. Blaze Rod zerstören können wir auch nicht, ne? Und da können wir jetzt nicht einfach nur mit Pure Daisy mit Obsidian bestellen, ne? Ne, das sieht nicht so aus. Verdammte Schande. Ne, dann tut es mir leid, dann können wir jetzt das doch nicht machen. Dann muss ich dann mal auf den Farm gehen. Das ärgert mich jetzt. Dann machen wir eben was anderes. Machen wir wahrscheinlich doch weiter mit Blood Magic. Aber wir sind schon mal der Number X. Aber das ärgert mich jetzt wirklich. Geht einfach mal auf die Seite von lieben Klaus und blamt dann einmal voll, dass er wirklich keine Blaze Rods gefarmt hat. Geht ja gar nicht an. Ne, ich lass mal sein. Geht die Ruhe rein. Boah, ärgert das mich jetzt gerade. Das glaubt ihr nicht. So. Dann machen wir jetzt wie gesagt weiter mit Blood Magic, aber hier wollte ich nicht hin. Dann machen wir uns jetzt mal hier ein Air Sigil. Was brauchen wir dafür? Für das Air Sigil brauchen wir... Wir machen glaube ich dann doch kein Air Sigil. Was ist mit dem Dagger of Sacrifice? Das können wir machen, sehr schön. Das brauche ich, das brauche ich. Auch. Da ist es drin, komm. Ich mache direkt hier an. Dienstag könnte ich schon mitnehmen. Und dann mache ich schon direkt hier das Eisenschwert dafür.
Boah, das ärgert mich gerade richtig. Ich hätte so einen geilen Plan gehabt. Wie viel ist hier noch drin? Ja, 20, der ist ja gut, der Witz. Wenn wir das einmal drauf. Und dann kommt das Eisenschwert da rein und es wird infusiert. Infusiert! Ist ja gut. Na? Okay, was? Na, komm schon. Ah, das dauert wohl noch etwas. Und da haben wir auch schon das Dagger of Sacrifice. Wenn wir hinwerfen, dass wir das richtig kriegen. Sacrificing others. So, wie geht's hier bei? Oh, voll. Alchemic. Alchemist. Können wir den Magician's Blood auch machen? Oder brauchen wir dafür schon den nächsten? Dafür brauchen wir das nächste Tier. Was können wir mit dem Blood auch jetzt, mit dem Dagger of Sacrifice machen? Wenn die jetzt hier in der Gegend Mobs wären, die können wir einfach mal in einen Klick hier dran opfern. Dann kriegen wir deren Blut hier rein. Dafür hatte ich auch eigentlich den Spawner vorgehabt, aber dafür brauchen wir, wie gesagt, noch etwas. Ich könnte jetzt eigentlich noch ins P-Farm gehen. Dann machen wir das einfach mal. Da oben sind ja noch ein paar Slimes und so weiter. Von denen sollten wir etwas Erfahrung kriegen. Oh, jetzt haben wir keinen Elevator. Hoffen wir jetzt mal, dass wir von denen genug Erfahrung kriegen. Also dafür, dass ich letztens mal so stolz war, dass ich mal nicht so komplett unvorbereitet bin, in der Aufnahme gegangen bin, muss ich sagen, das hat sich ganz schnell wieder geändert. Wer gesagt, ich hatte eigentlich gedacht, dass das alles klappt. Vor allem dachte ich ja auch, dass der liebe Street da wirklich was gefarmt hätte, weil der letztens davon noch erzählt hatte, dass er sich ja jetzt die Tränke gemacht hat. Ich weiß auch ehrlich gesagt gerade nicht live in der Aufnahme im Nether ein bisschen drauf gehen. Oh Leute, das ist der große Preis. Ja, das funktioniert ein bisschen gar nicht, wenn man nicht in der Nähe ist von einem Gutaltar. Level 1, nein, klatschen wir noch weg. Oh. Da müssen wir einen Elder drauf haben. Na, hallo. Also, hier sind noch zwei große. Und ein Skelett. Ich will hoffen, dass wir jetzt auch gleich dann wirklich die Verzauberung kriegen, die ich möchte. Weil das Problem ist, diese Verzauberung kann man nicht mit Tinkers Konstrukt herstellen. Ansonsten wäre es auch echt OP, echt ehrlich. Ja, okay, was heißt OP? Man müsste halt wirklich dann auch. Wenn es von den Kosten dann eingeblendet wäre, finde ich, wäre es noch okay, aber... Ja, okay, wie willst du das einblenden? Vielleicht... Ich weiß jetzt nicht, wie man das balancen könnte. Also dafür mache ich mir auf jeden Fall ein neues, The End auf. Na? Die Slimeballs kommen hier rein. Erstmal schauen, ob das dann Level reicht. Scheiß auf, was wir Hunger haben. Ja, das reicht sehr schön. Da können wir doch mal so ein dickes Hut nehmen.
Dann brauchen wir zwei. Das hier. Das hier. Die Endor. Und jetzt mit der Kraft meiner 30 Erfahrungslevel. Bitte, 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 bitte. Nein! Alles klar. Das können wir mal jetzt nehmen zum... sammeln schnell, so generell so ein bisschen farmen, aber und das hilft so herzlich wenig weiter. Das ärgert mich jetzt. Ich schreibe erstmal ganz kurz Klaus, was ist denn erledigt hat mit dem TR. Und dann schaue ich mir noch einmal ganz schnell Love Magic Alter. Mal schauen, ob ich da noch ganz schnell was finde. Vielleicht mal ein bisschen weitermachen. Dachte, du hättest Blaze Woods gefarmt und ich auch brauche hier. Okay, wir brauchen 20 Bloodrunes. Na, da brauchen wir ein bisschen mehr. Oh, Klaus! Er hat mir gerade geschrieben, dass das ganze wundervolle Zeugs in Machmaquim und Blazepot vorher übergegangen ist. Muss ich eben fahren. Gut. Wir brauchen auf jeden Fall 20 neue Ruhen und Glowstone. Dann mal hier. So, ein paar Stormbricks. Na, eins habe ich. So. Die kommen weg, die nicht. Glowstone. Ich brauche ein bisschen Glowstone Dust. Ist zwar, um genau zu sein. 16. Weil dann fangen wir jetzt wirklich mal an mit dem Blutaltar noch ein bisschen auszubauen. Na, Moment, Moment, ich hatte gerade perfekt. So, das ist eigentlich perfekt. Da habe ich noch die Aufnahmezeit im Auge. So, wenn ich das jetzt 1, 2, 3. Ja, das ist richtig. Hier diese Blöcke. 1, 2, 3. Diese Blöcke, die Stormbricks, können alles Mögliche sein. Aber oben drauf muss ein Glowstone. Genau das gleiche hier. Die kann wieder Mögliche sein. Ah, da sollte es eigentlich nicht. So. Dann machen wir jetzt mal weiter mit Tier. Hi, vom Blutaltar. Das ist echt gut gewesen, dass ich das hier mal vorgebaut habe. Das ist eigentlich ein echt guter Tipp von mir geht. So, und dann jetzt noch wieder hier rein. Ja komm, das kann ich dann eigentlich auch schon wieder anziehen. Nein, ich brauche mal euch.
Ah, dann muss ich noch ein bisschen Blutschein kosten. Ja gut, ich glaube, ich beendere jetzt auch hier die Folge. Ja, ich beende jetzt hier die Folge und mache dann heute die Runen schon mal so weit gehen vor und dann mache ich euch einen Aufbau. Ich glaube, die hat jetzt... Ja, die hat so wenig. Dann war es das für diese Folge und für mich für diese Aufgaben. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt noch nach oben. Alex, Kritik, alles in die Kommentare. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.